Nachdem wir 4 Monate in Folge höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten gesehen haben, haben wir gestern gesehen, dass die Inflationsdaten Pi mal Daumen so waren wie erwartet. Ausnahme die Zahl zum Vormonat mit nur 0,3 statt 0,4 Anstieg der US-Verbraucherpreise. Also großes Hurra an den Märkten. Zinssenkungserwartungen gestiegen. Man geht jetzt zunehmend davon aus, dass die Fed im September das erste Mal die Zinsen senken wird. Aber ist das wirklich so? Erste Frage. Zweite Frage. Werden jetzt die Aktienmärkte nur steigen, weil alles so fantastisch ist, dass es kaum mehr zu überbieten ist? Das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen und starten nochmal ganz kurz mit einem Rückblick auf das, was gestern passiert ist. Eben dieses CPI 0,3 statt 0,4 erwartet, dennoch die Inflation 37 Monate in Folge über 3%, das Inflationsziel bekanntlich ja 2%, und die Einzelhandelsumsätze schwach. New York Empire Index schwach, also schwache Konjunkturdaten noch nebenbei. Und hier sehen wir mal die Fed Fund Futures, die jetzt mit einer 52,7% Wahrscheinlichkeit einpreisen, dass am 18.09., also 6-7 Wochen vor der Wahl, die Zinsen sinken werden. Wir sehen hier die Expected Rate Cuts unten in dieser Grafik, die sind nach oben gegangen. Das wiederum hat die Anleiherenditen unter Druck gebracht, das wiederum hat den Dollar unter Druck gebracht und die US-Aktienmärkte, sowohl Dow Jones als auch Nasdaq als auch S&P auf neue Allzeithochs kapituliert. Und das, obwohl wir eigentlich Anfang des Jahres noch ganz anders unterwegs waren. Da ist man von 6 bis 7 Zinssenkungen ausgegangen. Man glaubte, dass Ende des Jahres, also im Dezember diesen Jahres, die Zinsen dann um und bei 3,8% liegen werden. Jetzt preist man 1 bis 2 Zinssenkungen ein seitens der Fed Fund Futures und erwartet, dass die Zinsen gut 1% höher liegen werden, bei 4,9%. Also da hat sich doch einiges getan. Die Aktienmärkte steigen trotzdem. Wir sehen hier, dass der Economic Surprise Index in den USA immer weiter nach unten geht jetzt. Tiefster Stand seit Anfang 2022 nach den Verfehlungen Einzelhandelsumsätze, New York Empire State Index und so weiter und so fort. Wir sehen, dass Soft- und Hard-Data sich grundsätzlich unterscheiden. Die harten Daten halten sich besser als die Stimmungsdaten, etwa Verbraucherstimmung Uni Michigan haben wir ja gesehen. Also da ist durchaus eine gewisse Divergenz erkennbar zwischen Stimmungsdaten und eben harten Daten. Was all das für die Fed bedeutet, und das ist ja das, warum die Inflation die Märkte so interessiert, nämlich wie wird sich das auf die Leitzinsen auswirken? Mit anderen Worten, wie werden die Kapitalmarktzinsen darauf reagieren? Wie teuer ist Geld? Wie teuer ist Liquidität? Das ist für die Aktienmärkte, für viele Märkte eine entscheidende Frage. Nick Timiraos, ich hatte das gestern schon gezeigt, sagt, naja, das ist jetzt ein Bericht mal gewesen, der ein Ticken besser war vielleicht als erwartet zur Inflation. Aber wir hatten vorher 4, die schlechter waren. Das ist natürlich eine Relation, die ein bisschen ungünstig ist. Die Fed wird mehr Daten sehen wollen, mindestens noch 2 niedrigere Inflationsdaten, um zum Schluss zu kommen, dass man vielleicht wirklich im September die Zinsen senken kann. Hier sehen Sie mal, diese Grafik stammt aus Ende Januar, da hatten wir die Februar-Inflationsdaten nicht, die mit 0,4 ausgefallen waren, die im März auch 0,4, jetzt 0,3% im April. Und das heißt, wir sind jetzt auf einem Weg so um und bei zur 4% Marke, wieder zur CPI-Headline-Inflation zum Vorjahresmonat, wenn die US-Wahlen anstehen. 4% ist ein Ticken mehr als die 2%, die Fed anstrebt. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele Argumente eigentlich für die Fed, jetzt es mit Zinssenkungen eilig zu haben. Es sei denn, die nächsten Inflationsdaten überraschen wirklich komplett auf der Unterseite. Dagegen sprechen zumindest schon mal die Commodity Prices. Wir sehen Kupfer, neues Allzeithoch, jetzt 31% gestiegen. Aluminium, solche Sachen gehen deutlich nach oben, zuletzt auch Wheat und Corn, also Landwirtschaftsprodukte, die teurer werden. Also irgendwie sehen wir da gewisse stagflationäre Tendenzen und auch die sogenannte Supercore, also die Inflation in der Kernrate ohne den Bereich Housing, ist wieder nach oben gegangen, mindestens zum Vorjahresmonat, auch wenn zum Vormonat hier die Anstiege nicht so deutlich waren. Also es ist ein komplexes Bild, die Märkte sehr einfach
einseitig in der Interpretation dieser Daten. Hurra, die Zinsen werden sinken. Und dazu kam es noch zu einem Leak. Und zwar wurden einzelne Komponenten dieser CPI-Daten gestern schon eine halbe Stunde, also um 14 Uhr, auf der Webseite des Bureau of Labor Statistics veröffentlicht. Hat nur keine Sau gemerkt, auf Deutsch gesagt. Deswegen haben sich die Märkte da auch überhaupt nicht bewegt. Jim Bianco kommentiert sarkastisch, also anstatt die Daten direkt zu JP Morgan und BlackRock zu leaken, was man letztes Mal indirekt gemacht hat, indem man eben aus Studienzwecken, wie es hieß, JP Morgan und BlackRock einzelne Komponenten der Inflation vorab schon zur Verfügung gestellt hatte, hat man es jetzt sozusagen allgemein gemacht, wie Jim Bianco sarkastisch hier anmerkt, aber das ist natürlich schon wieder mal ein gewisses Armutszeugnis. Monetary Policy is restrictive, ganz klar restriktive Geldpolitik, deswegen sehen wir die Financial Conditions auf Meme-Aktien-Niveau so locker wie seit 2021 nicht mehr, weswegen man unbedingt die Zinsen senken muss, aber Relief für die Fed, so heißt es in den Schlagzeilen der Finanzmedien. Und ja, ein Allzeithoch ist normalerweise jetzt kein Argument, nicht zu kaufen. Hier mal eine Grafik, die zeigt Invest at new High, also beim neuen Hoch ist hier dieses Grüne. Und das Dunklere ist Invest on any day, also irgendwann. Und wir sehen, normalerweise hat man sogar bessere Chancen zu investieren, wenn die Aktienmärkte auf einem Allzeithoch sind. Problem ist, es ist natürlich ein bisschen teuer, dazu gleich mehr. Schauen wir uns jetzt mal den S&P an. Über 5.300 Punkten, 9% über der durchschnittlichen Schätzung zum Jahresende der Wall Street Analysten. Es gibt nur ein Analysehaus, Yardini Research, die bei 5.400 sind. Also da ist schon einiges passiert. Wir sehen, dass wir jetzt an sehr wichtige Trendlinien kommen, langfristige Trendlinien. Wir sind im kurzen Zeitfenster sowieso schon sehr stark überkauft, kann noch ein bisschen weitergehen, aber wir haben ja hier jetzt der massive Gamma Long Exposure der Dealer, also der Optionsverkäufer. Hier sehen wir das. Die müssen sich und mussten sich absichern, das heißt, aber jetzt haben wir morgen den kleinen Verfall und da werden einige dieser Absicherungen dann überflüssig, das heißt, man braucht das nicht mehr als Dealer, um sich gegen weitere Anstiege der Märkte zu wappnen. Das könnte also heute im Verlauf des New Yorker Handels wie auch morgen dann eine Rolle spielen. Schauen Sie sich mal den S&P 500 auf 60 Minuten an im RSI, busy überkauft, wer vorsichtig formuliert. Schauen Sie auch mal das Volumen an SPY, historische Daten, 58,9 Millionen Kontrakte, auch da wieder und das an einem Tag, wo Inflationsdaten, Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden, also mehr geht ja nicht sozusagen an Action und dennoch ist dieses Volumen minimal, Durchschnittsvolumen normalerweise so um und bei 75 bis 80 Millionen, selbst an diesem gestrigen heißen Tag deutlich weniger Volumen, wir sehen CTAs, haben diese Rallye nicht mitgemacht. Die bauen Positionen ab und das wird sich auch fortsetzen. Wie Goldman Sachs sagt, die werden in jedem Fall ihre Quoten reduzieren in der nächsten Woche. Die Stimmung ist weiter sehr bullisch. 40,8% der Privatanleger sind optimistisch, 23,3% sind bärisch. Das ist nicht sehr viel. Und 61 jetzt der Fear and Greed Index. Wir sind wieder zurück im Gear-Bereich, nachdem wir zwischenzeitlich ein bisschen runtergehen gekommen waren. Ich sagte vorhin, naja, billig ist es nicht. Nein, das können wir hier mal sehen. In den letzten 10 Jahren sind die Sales per Share, also Umsätze pro S&P 500 Aktie im Durchschnitt 68% gestiegen. Die Earnings, die Gewinne, dagegen um 99%, aber der Index an sich um 184%. Da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Price-to-Sales-Ratio vor 10 Jahren, also Marktkapitalisierung zu Umsatz 1,66, jetzt sind wir bei 2,78. Price-Earnings-Ratio 17,2, heute 24,3 und das, obwohl vor 10 Jahren die Renditen eben, die Kapitalmarktzinsen deutlich tiefer waren, damals 2,5%, jetzt um und bei 4,4, 4,3%. Also Zinsen sind deutlich höher, damals 0 bis 0,25.
Okay, kann man machen. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt eben dieses neue Allzeithoch. Wiederholt sich das, was wir schon mal gesehen haben, Muster, dass dieser Ausbruch kommt. Alle werden total bullonisch und sind optimistisch. Wir sehen, dass während das Consumer Sentiment weiter zurückgeht, die Aktienmärkte weiter steigen. Normal ist da eine gewisse Konkurrenz zwischen Stimmung der Verbraucher und eben den Aktienmärkten. Wichtig wird jetzt sein, was macht der Dollar, der gestern ja zurücksetzte. Hier wichtige Trendkanäle jetzt voraus, also wichtige Unterstützungen beim Dollar voraus. Widerstand dagegen beim TLT, das ist praktisch ein Anleihen-ETF auf länger laufende US-Anleihen. Das heißt, wenn dieses ETF steigt, dann fallen die Renditen. Jetzt kommt dieses ETF an einen Widerstand. Mit anderen Worten, die Renditen sind auf diesem Niveau, wo wir jetzt aktuell angekommen sind, unterstützt. Und wir sehen, dass der Equal Weight Index kein neues Allzeithoch gemacht hat, also der gleichgewichtete Index. Wir sehen auf der anderen Seite, bullisch Fragezeichen, dass der Triple Q in Relation zum SPY, also faktisch der Nasdaq zum S&P 500, beginnt wieder out zu performen, also besser zu laufen. Ist das ein Zeichen, dass die Rallye jetzt weitergeht? Das werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall stark überkauft. Im kurzen Zeitfenster wird es da ein bisschen schwierig werden. Schwierig ist die Lage auch in Deutschland, weswegen die Wirtschaftsweisen gestern ihre Prognosen auf 0,2 von 0,7% gesenkt haben und allen Ernstes vorgeschlagen haben, wir bräuchten eine PKW-Maut. Hurra, das ist eine ganz tolle Idee. Und die Idee von Robert Habeck ist, wir machen das, was was nicht der Obama, sondern der Biden macht. Wir wollen 100% Zölle auf E-Autos. Das sagte Habeck, wollen wir auch, oder zumindest sehr hohe Zölle, denn wir müssen den deutschen Wohlstand vor China schützen, damit sie nicht von Systemwettbewerbern ausgesaugt werden. Ist ein Eingriff in den Markt, wird ja diskutiert von der EU, denn wenn das nicht passiert, dann werden unsere Autobauer ein Riesenproblem haben, ohnehin ja die E-Auto-Absätze sehr schwach. Wenn jetzt die Chinesen, die ja massiv in den europäischen Markt drängen, auch mit sehr geringen Preisen, das wird dann für die Verbraucher, wäre das zwar eine gute Geschichte, antiinflationär, aber für die Autohersteller eben ein Desaster. Das will Habeck verhindern. Was sagen Sie dazu? Finden Sie das gut oder nicht gut? Schwierige Frage, denke ich. Die EU wird eh Zölle machen, weil man sagt, die Chinesen exportieren hier ihre Überkapazitäten. Also das wird eine spannende Geschichte, wie diese Diskussion ausgeht. Es geht der Trend zu Zöllen und Entglobalisierung. Das scheint klar. Und die EZB wird die Zinsen senken. Jetzt die Optionshändler. Die gehen all in und sagen, die EZB wird viel stärker senken, als die EZB es selber derzeit weiß. Gerne teilen diesen Artikel auf Social Media. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren: Michael Burry kauft nicht nur China-Aktien, sondern vor allem auch Gold. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem Artikel. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.